Das Logo auf dem Helm von Jason Bakashewa dürfte beim ein oder anderen DSC-Fan zwar nicht ganz so gut angekommen sein, trotzdem hat sich der in der Deutschland-Cup-Pause verpflichtete Ex-Straubinger bereits bei seinem ersten Auftritt vor heimischem Publikum in die Herzen der Zuschauer gespielt. Mit mehreren sehenswerten Paraden trug der 36-Jährige seinen Teil zum 4:2-Erfolg gegen die Kassel Huskies bei. Der strahlt einfach Ruhe aus und ich glaube, das hilft die Verteidigung oder die Vorderleute, die wissen, okay, mit einem Fehler ist der da, uns zu retten. Und ja, man sieht einfach die Ruhe, die er hat und der wird uns sehr, sehr viel helfen. Neben Bakashewa kristallisierten sich vor 1930 Zuschauern, darunter auch wieder einige aus Straubing, aber auch noch zwei weitere Matchwinner heraus. Zum einen der bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Alex Roach, der nicht nur mit seinem Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in der 13. Minute, sondern allgemein einer richtig starken Leistung herausstach. Zum anderen mit Nico Wolfgram, einer, der im bisherigen Saisonverlauf noch nicht wie erhofft zum Zug gekommen war, gegen Kassel aber als Stürmer ran durfte und dieses Vertrauen beim 3:1 in eiskalter Torjägermanier zurückzahlte. Überragend, hauptsächlich 6 Punkte, super Spiel gemacht, ja, das erste Tor geschossen, bin natürlich überglücklich. Ja, ich schaue, dass ich jeden Einsatz 100% gebe und dass ich öfters Eiszeit kriege und so. Oh, Gott sei Dank, was ich Zeit habe, ich glaube, dass ich treffe. Alex Roach hat für mich ein sehr gutes Spiel heute gemacht. Wenn er einfach spielt und auf das Defensiv konzentriert, der kann was mit der Scheibe. Und war er dann belohnt mit einem Tor und einem Assist, der hat für mich die härteste Schuss in der Liga. Und heute hat er das Tor getroffen. Für Nico, ja, auch. Jeder hat gesehen, wie er sich gefreut hat. Ein sehr schönes Tor. Und die Stimmung auf die Spielerbank war dann auch riesig, weil jeder hat füreinander gefreut und jeder hat füreinander gekämpft und es war wirklich schön anzuschauen. Schön anzuschauen überhaupt die gesamte Leistung des Teams, auch wenn man wie schon am Freitag in Krimmitschau früh in Rückstand geriet. Matthew Neal ließ bei seinem Alleingang nach nicht einmal 3 Minuten Bakashewa keine Chance. Doch die Hausherren zeigten sich davon unbeeindruckt und schlugen nur 1,5 Minuten später zurück. Einen Schuss von Roach fälschte Sergej Janssen ab zum 1:1. Das Chancenplus im ersten Abschnitt ganz klar auf Seiten des DSC. Die erstmalige Führung durch Roach sowie das 3:1 durch Wolfgram, wie vorher schon gesehen, waren da nur die logische Folge. Der in der Deutschland-Cup-Pause installierte Gästecoach Tim Kehler reagierte zu Beginn des zweiten Drittels mit einem Torhüterwechsel. Marcel Melicercik ersetzte fortan Leon Hungerecker zwischen den Pfosten. Das gab den Schlittenhunden zumindest ab etwa der Hälfte des zweiten Drittels mehr Sicherheit und nachdem Adriano Cacciola noch an der Latte scheiterte, gelang dem erst vor wenigen Tagen verpflichteten Corey Trivino nach einem Abpraller in der 31. Minute der 2:3-Anschlusstreffer. Doch auch ohne die Erfahrung der verletzten Gavlik-Brüder sowie Justin Kelly hielten die Gastgeber dem Druck der Gäste stand. Und so sorgte Andrew Chambry in der 47. Minute nach klasse Zuspiel von Curtis Lineweaver für die Vorentscheidung. Danach verteidigte Deggendorf den Vorsprung sehr diszipliniert. Das zunächst gegebene Tor zum 3:4 kurz vor Schluss wurde nach Ansicht des Videobeweises nicht anerkannt. Und somit war das zweite 6-Punkte-Wochenende der Saison perfekt. Das ganze Wochenende war wirklich positiv, einfach weil ja, 3-4 Leistungsträger gefehlt haben und die Jungs, die noch da waren, haben wirklich alles gegeben und wir haben über den Kampf beide Spiele gewonnen und Wolfgram, Roach sind sehr positiv, dass jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Der Restart nach der Deutschland-Cup-Pause also mehr als geglückt. Jetzt heißt es aber am kommenden Wochenende in Bayreuth und gegen Freiburg nachzulegen. Dann vielleicht auch schon mit dem richtigen Logo auf dem Helm.